Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Rossmann Haul. Ich werde es gleich mal am Anfang erwähnen. Ganz am Ende kommen noch ein paar Teile von Lidl, die ich letztens bei einem ganz normalen Lidl-Einkauf mitgenommen habe. Da war etwas dabei, wo ich nicht weiß, ob es eine Sonderposten gewesen ist. Es ist aber auch was dabei, was im Standardsortiment ist. Ich hatte es auf Instagram schon mal gezeigt. Wiederum habe ich von der Shopping-Moni noch einen Tipp bekommen. Und den möchte ich euch auch zeigen, den habe ich nämlich auch bei Lidl dann mitgenommen. Aber erstmal geht es hier heute in dem Video um Rossmann. Und zwar ganz am Anfang werde ich euch ein bisschen dekorative Kosmetik zeigen, die ganz neu bei Rossmann war. Und ja, wenn ihr Lust habt, bleibt gerne dran, schaut rein und ich zeige euch das jetzt. So, ich habe gleich mal meine Brille aufgesetzt, damit ich auch lesen kann. Ich hatte euch auf Instagram schon einen neuen Nagellack gezeigt, ne? Das ist dieser hier. Und zwar so ein schöner, pastelliger Roseton ist das. Und der kam extrem gut bei euch an den Morgen. Ich hatte ihn euch also live gezeigt. Und auch ganz dicht, Nahaufnahmen und so. Und das muss wohl eine Limited Edition sein, weil hier sind so Turnschuhe drauf. Einige haben dann zu mir gesagt, oh Astrid, wo hast du den denn her? Den gab es wohl irgendwie schon mal oder irgendwie anders. Ich habe ja keine Ahnung. Ein Remix, genau, matt. Und einen Matteffekt hatte. Das habe ich aber erst hinterher gemerkt, dass der einen Matteffekt hatte. Und das gefiel mir aber ganz gut. Nur ich brauche immer einen Topcoat. Ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von dem Essie Good To Go. Damit mache ich ja den Nagellack einfach langlebiger. Und das fehlt mir hier natürlich. Also habe ich den Good To Go oben drauf gemacht. Aber ansonsten ist er seidenmatt. Nicht totmatt, der ist seidenmatt. Wunder, wunderschön. Ich habe es euch gezeigt auf Instagram. Konnte man den Morgen sehr gut erkennen. Und das ist der Farbton Ballet Sneakers. Genau, Ballettschuhe oder Ballett Sneakers. Und der ist sehr, sehr schön. Ja, die hatten auch noch andere Farben. Und wie gesagt, es soll ein Remix sein. Und ich wusste davon überhaupt nichts. Und er ist matt. Aber wunder, wunderschön. Dann habe ich mir den von Maybelline, den Instant Age Auge Löscher. Also so hieß der ja früher mal. Da steht gar nicht mehr drauf, Löscherauge, ne? Instant Anti-Age, keine Ahnung. In dem Farbton 05 Brightener. Das ist einer, der richtig schön ja, so aufhält, ne? Aber auf alle Fälle macht er sehr schön hier unten die untere Augenpartie hell. Also er lässt das so ein bisschen hier, seht ihr das? Ich habe das heute schon für euch abgedreht, hier das Schminkvideo. Ich habe nämlich neue Produkte aufgetragen. Und zwar habe ich nämlich drauf von Max Factor das Miracle Second Skin BB Cream oder Foundation. Also es wird bei Max Factor unter beidem geführt. Einmal stand da Foundation oder auch BB Cream. So lässt sie sich auch auftragen. Ich habe hier den Farbton 01 Fair. Passt sich sehr gut den Hautton an. Bleibt einfach dran, das Video kommt dann im Anschluss die Tage. Und da habe ich euch das hier alles abgedreht, was ich aufgetragen habe. Auch die neuen Lippenstifte und den Lip Liner. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich habe auch noch ein anderes Max Factor Produkt angewendet. Und ja, ich finde es jedenfalls sehr, sehr schön. Das ist wirklich was man täglich tragen kann. Sehr unscheinbar. Ich habe dann meinen Chanel Glow Bronzer drüber gemacht, den ich ja im Moment echt über alles liebe. Und passt natürlich gut zusammen. Der Chanel Bronzer ist ein Cream Bronzer, der ist so, macht so Healthy Glow und passt natürlich zu so einer natürlichen Miracle Skin, also wie eine zweite Haut ist es wirklich. Legt sich natürlich nicht in die Poren oder in die Fältchen, sieht aber auch sehr natürlich aus. Ne? Und dann so ein bisschen Bronzer drüber, also dann kommt das hier eigentlich ganz gut. Mir gefällt es jedenfalls sehr gut. Die habe ich mitgenommen. Dann hier, wie gesagt, Löscherauge, ein Concealer. Den brauche ich immer als Nachschub. So, und jetzt setze ich meine Brille wieder auf, weil ich habe einen neuen Lip Liner von L'Oreal. Der ist so viereckig, könnt ihr das erkennen? Der ist so kantig und super, super schön mit dem goldenen Deckel hier. Das ist im Übrigen der Farbton 127 Paris New York. Ganz neu aus der Color Riche Linie. Le Lip Liner steht drauf und den habe ich als Umrandung benutzt und habe dann im Prinzip so ein bisschen wie Ombre-Effekt dann den 303 Color Riche Rose Tender aufgetragen. Den habe ich auch mitgenommen und der ist schon mal super, super schön, aber jetzt schon gebraucht. Der hat so lauter Herzchen, ne? So ein Print, so ein Druck drauf
und schaut euch einfach das Video an. Da habe ich euch die Produkte alle gezeigt und gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Genau, das war dekorative Kosmetik, die ich mitgenommen habe. Vielleicht kommt noch was in der Tasche zum Vorschein, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das war an dekorativer Kosmetik erstmal alles. Dann habe ich mir wieder von Wellmix Sport L-Carnitin Liquid mitgenommen. Das kennt ihr schon, habe ich euch auch schon ganz oft gezeigt. Dann habe ich von Neutrogena, das ist ein neues Design, die Deep Moisture, sofort einziehende Body Lotion mitgenommen. Die benutzt mein Sohn auch mal ganz gerne, die habe ich eigentlich oben immer stehen. Ich habe aber gerade heute einen Favoriten auf Instagram gezeigt, den ich jetzt erst seit 5 Tagen verwende. Den möchte ich euch aber noch mal ein bisschen vorenthalten. Habe ich auch bei Rossmann gekauft, aber ich zeige ihn jetzt noch nicht, weil der ist wirklich, wirklich schön und ich teste ihn noch ein bisschen. Und deswegen lasse ich mir noch ein bisschen Zeit, euch das zu zeigen, was ich bei Rossmann mitgenommen habe. Nämlich ein Apothekenprodukt, was dort eingezogen ist ins Regal, was mich sehr gewundert hat, von La Roche-Posay. Genau. Aber diese hier habe ich immer da oben und die mag ich immer unter diesem günstigen Drogerie-Bodylotions eigentlich noch am liebsten. Auch lieber wie das von Nivea, muss ich echt sagen. Ich habe ja lange genug jetzt hin und her experimentiert. Ich hatte oft mal Nivea da, das wisst ihr, in dem Spender. Und dann wieder Neutrogena, weil mein Sohn die so gerne nimmt. Dann habe ich die mal wieder verwendet, weil sie hier stand. Ich finde sie sehr gut und ich mag sie. Jetzt kommt ein Produkt, wo ich nicht weiß, ob das in den Ideenwelten gestanden hat bei Rossmann. Ich glaube nicht, dass das von Lidl war. Ich glaube es einfach nicht, aber es könnte sein. Wenn mir das jetzt dazwischen gerutscht ist, ich weiß nämlich nicht mehr, wo ich es gekauft habe, ob bei Lidl oder bei Rossmann. Auf alle Fälle eine Duftkerze mit ätherischen Ölen. Aromatherapie steht unten drunter. Auf alle Fälle ein schöner Holzdeckel. Zwei Dochtkerze. Und duftet ganz zart nach Zitronensorbet, möchte ich mal sagen. Ja, wie Zitronensorbet, so sieht das aus. Also entweder Rossmann oder Lidl. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. So, dann habe ich bei Rossmann Wattestäbchen nachgekauft. Da habe ich dieses Mal die Bambus-Wattestäbchen genommen in dieser Pappverpackung. Die brauche ich einfach nur umfüllen. Ich habe mal irgendwann so eine Dose aufgehoben und dann packe ich die immer nur rein. Dann brauche ich kein Plastik mehr kaufen und habe dann diese aus Bambus genommen. Ich kenne die noch gar nicht. Ich werde die mal ausprobieren und euch dann sagen, wie ich sie finde. Ich hoffe, dass sie einfach genauso gut sind wie die ganz normalen herkömmlichen. Und es sind auch 100 Stück drin. Und ja, mal gucken. So, und dann habe ich noch was mitgenommen. Das wollte ich einfach nur testen für euch. Ihr wisst ja, dass ich mit Washis gut versorgt bin. Mein Mann hat mich ja da die letzten Monate extrem gut versorgt. Hat die meistens von Lidl mitgebracht, wenn wir die da hatten. Aber ich habe gesehen, Rossmann führt die auch von Baby Dreams. Und habe mir gedacht, ich nehme einfach mal so eine Packung mit. Es sind hier 2 Stück drin enthalten. Ich weiß jetzt gar nicht, was die gekostet haben. Ah, oh, die sind aber schön groß. Guckt mal, das sind ja schon richtige Waschlappen und nicht nur zum Abschminken. Waschpads. Na, da bin ich mal gespannt. Ich habe ja immer zu euch gesagt, die Washis könnten ein bisschen größer sein. Guckt euch die mal an. Das wäre natürlich die richtige Größe, ne? Und auch genauso flauschig, flexibel, fühlt sich gut an. Die werde ich nachher gleich mal ausprobieren zum Abschminken. Vielleicht nehme ich euch gleich auf Instagram mit, dass ihr euch das angucken könnt. Und werde die da als erstes ausprobieren. Wenn euch so ein Video hier auf YouTube auch mal wieder interessieren würde. Ihr wisst, dass ich viel auf Instagram mache und weil es einfach schneller geht. Wenn ihr sagt, ihr möchtet aber auch mal wieder so eine Abschminkroutine oder auch mal was anderes wieder haben auf YouTube hier, dann müsst ihr mir das einfach drunter schreiben. Dann mache ich auch gerne mal wieder eine Abschminkroutine eventuell mit diesen Pads. Ich kann mir ja die Kommentare gleich wieder durchlesen, das mache ich ja immer. Ich herze das ja auch immer wenn ein Herzchen dran ist, dann habe ich es gelesen. Und wenn ihr mögt, schreibt es mir drunter, dann werde ich das hier gleich berücksichtigen und als Video abdrehen und gar nicht erst bei Instagram zeigen. Da mache ich nämlich ein Video drüber, okay? So, das war erstmal das Produkt. Ich habe mir überlegt, ich werde euch die Lidl-Produkte hier mittendrin zeigen, weil ich brauche dringend eine leere Tasche, in die ich jetzt praktisch umpacken kann, wenn ich euch die Produkte zeige. Also mache ich erstmal die Lidl-Tasche leer, damit ich das da rein tun kann. So, ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann. Ich habe euch letztens von Rossmann, Alterra, glaube ich, war das. Da hatte ich euch eine Handwaschlotion gezeigt und die fand ich sehr, sehr gut. Da waren 500 Milliliter drin und kosteten, glaube ich, 1,59. Seitdem habe ich es dort nicht mehr gesehen. Verschwunden, keine Ahnung warum. Ich fand das sehr gut, weil es nicht so diese
seifigen Anteile hatte, die man oft im Waschbecken hat und die diesen Siphon, diesen Ablauf gerne mal verschmieren und verkleben, wenn man Flüssigseife benutzt. Das fand ich ganz toll bei Altera und habe noch gedacht, das kaufst du nach. Und dann gibt es das nicht mehr. Warum, weiß ich nicht. Und ich komme zu Lidl und sehe diese Tüten da stehen. Fast dasselbe Design. Stand drauf Biominze. Leichter Minz oder auch Biominze und Basilikumöl steht drauf. Genau. Hier sind aber nur 300 Milliliter drin und kosten, glaube ich, 1,29 bei Lidl. Gefällt mir aber auch sehr gut. Ich habe das gerade in Verwendung um. Ich habe das dann praktisch wieder umgeschüttet, als die andere leer war. Hier steht noch drauf Pflegeformel, Basilikumöl, Eukalyptusöl und Lycea cubeba. Da weiß ich jetzt nicht, was das ist. Da muss ich mal passen. Keine Ahnung. 100% zertifizierte Naturkosmetik, 100% natürliche Duftstoffe und 100% hautverträglich und dermatologisch getestet vegan. Ein Lidl-Produkt. Leute, ich fand das ganz, ganz toll. 300 Milliliter 1,29 habe ich gedacht. Gut, bei dem anderen waren 500 Milliliter für 1,59 drin. Gefällt mir aber auch sehr, sehr gut. Mindestens genauso gut wie das von Altera. So, dann haben die irgendwie, ich glaube, das ist irgendwie so eine Limited Edition oder so ein Sonderposten, glaube ich, gewesen. Und zwar Ocean Care by Cien. Das ist ein Cleansing Foam mit der Kraft der Rotalge. Hat mich sehr interessiert. Ich habe mir gedacht, okay, das nimmst du mal mit. Zwei Dosen sind das hier. Also da nimmst du einfach mal zwei von mit und testest die aus, weil ich bin eigentlich von Lidl immer ganz begeistert. Die haben immer gute Produkte. Gut und günstig, möchte ich sagen. Die hatten diesmal nur keine Abschminktücher. Und von daher habe ich keine mitgenommen, die habe ich euch aber auch schon ganz oft gezeigt. Und passend dazu hatten sie ein Eye-Mousse. Und das ist dies hier. Sie hatten auch eine Tagespflege, aber die wollte ich jetzt nicht nehmen, weil da bin ich ja nun wirklich komplett eingeschossen auf meine Biotherm-Produkte. Aber so eine Augencreme, da gucke ich schon immer mal und teste mal aus, wie die so sind. So ein blaues aquatisches Gel. Ich mache das eben mal auf. Ich gucke mal. Seht ihr das? So sieht das aus. Und von daher habe ich gedacht, Ocean Care, das probierst du mal aus. Ja, das ist also eine Augencreme. So, und dann hatte ich euch auf Instagram etwas gezeigt, und zwar ein Micellenwasser, einmal sensitiv und einmal erfrischend. Ich habe jetzt beide genommen, weil ich die Angewohnheit habe, wenn ich mich abschminke und benutze erst Abschminktücher, damit ich mein Make-up grob runterkriege. Dann nehme ich immer noch ein bisschen Gesichtswasser und dann nehme ich nicht das teure von Misha zum Beispiel, was ich hinterher nochmal mit einem Wattepad oder auch pur auftrage, sondern das hier ist wirklich, obwohl ist das natürlich gut für trockene und empfindliche Haut. Hier ist drin Bambuswasser, Panthenol, Glycerin, ohne Parfüm und ohne Alkohol, ohne Mikroplastik. Also wirklich für, ich glaube, 98 Cent. Ein super Produkt, hatte ich euch auf Instagram auch schon im Feed drüber berichtet. Und dann drücke ich immer drauf, weil es hat auch so einen Druckspender, ne? Das finde ich im Übrigen auch sehr toll. Ein günstiges Produkt und trotzdem ist die Anwendung super. Und dann nehme ich das immer noch auf die Abschminktücher, mache die so ein bisschen feuchter. Die sind mir alle in der Regel immer nicht feucht genug. Und deswegen mache ich immer noch was drauf und kann mir das dann besser vom Gesicht ziehen. Weil ich finde immer, wenn man älter wird und die Haut nicht mehr so stabil, also das Kollagengerüst und alles zusammen, dann darf man nicht so viel zerren. Und wenn die Tücher dann so trocken sind, dann ist man immer so am Rubbeln. Und dann mache ich mir immer hier was von so einem günstigen Gesichtswasser drauf und dann ist das schön feucht und ich finde, das ist eine gute Idee. Und dann nehme ich immer so ein ganz günstiges für. Ja, und da mag ich die beiden sehr, sehr gerne. Und jetzt kommt der Tipp von der lieben Shopping-Moni von Instagram. Liebe Moni, vielen Dank. Die hat gesagt, achso, du musst auch mal den Augen-Make-up-Entferner von Cien ausprobieren. Zwei Phasen Waterproof nimmt der auch runter. Und das habe ich jetzt gemacht. Den fand ich jetzt aber gar nicht ganz so günstig, muss ich sagen. Ich habe jetzt den Preis davon nicht im Kopf. Aber das ist eine relativ kleine Flasche mit 100 Milliliter. Und da habe ich mir gedacht, okay, du wirst ihn trotzdem ausprobieren, weil Shopping Moni hat davon geschwärmt und ich lasse mich da ja auch gerne mal inspirieren und habe mir gedacht, dann nimmst du den mal mit. Also man muss den schütteln und ich denke mal, damit bekomme ich auch ganz gut meine Mascara runter. Von L'Oréal, die zum Beispiel die neue, die ich euch im letzten Video gezeigt habe.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, diese ganz dunkle, diese dunkelblaue oder schwarze, ne? Und die geht relativ schwer runter, die hält also sehr gut, aber da braucht man schon einen Augen-Make-up-Entferner, der so ein bisschen mehr Schmackes hat, ne? Und da hat sie gesagt, das würde der auch gut runternehmen. Ja, Moni, ich werde es mal ausprobieren. Ich danke dir für den Tipp. Das war mein Lidl-Einkauf. Und jetzt kommen wir wieder zu Rossmann. So, was war das denn hier? Das war bestimmt Rival Loves Me, ne? Ich kam an dem Pinsel nicht vorbei. Ich musste den mitnehmen und ja, ein Pinsel. Und dann habe ich ein zweites Parfüm gekauft von Celine Parfüms. Ich hatte euch das letztens auf Instagram gezeigt. Und auch in dem letzten Rossmann Haul habe ich es euch, glaube ich, gezeigt. Wie das hieß, weiß ich gar nicht mehr. Auf alle Fälle war das so ein Dupe zu dem Lancôme La Vie est Belle. Und dieses hier weiß ich jetzt nicht, à la vie. Und ich zeige euch das mal ein bisschen näher. Auf alle Fälle, das habe ich gekauft. Das fand ich vom Duft auch sehr schön. Es gab auch noch so ein schwarzes. Ich muss mal gucken, ob ich das nächstes Mal mitnehme. Dann habe ich alle drei. Kosten 5,99 € glaube ich. Und da solltet ihr mal schauen. Da waren von dem, was ich euch letztes Mal gezeigt habe, wirklich, also viele haben geschrieben, 1 zu 1 La Vie Belle, ne? Also wirklich, und das für 5,99 €. Gibt es im Übrigen auch bei DM. Ihr müsst da nicht zu Rossmann gehen, ihr könnt auch zu DM gehen. Diese Celine, ne? Sachen sind das. Und da gibt es, glaube ich, drei verschiedene Sorten von. Und da habe ich jetzt à la vie. Genau, das habe ich mitgenommen. Ja, ich werde euch auch wieder erzählen, wie ich es gefunden habe. So, natürlich habe ich auch Haushaltsartikel wieder mit dabei. Ich habe von Frosch nochmal wieder den Weichspüler mitgenommen, Wäscheweich für Babys. Das ist der hier. Und ich wollte einfach mal wieder zu meinem Domol-Wäscheduft was anderes haben. Kennt ihr das? Irgendwann greift man auch mal wieder zu einem anderen Produkt. Und das von Frosch hier ist ja wirklich sehr, sehr gut. Und das ist eigentlich für Babywäsche geeignet, aber es hat so einen ganz, ganz zarten Duft nach frischer Wäsche irgendwie. Und das mag ich total gern, so ein bisschen nach Cotton. Also ich mag das. Es ist zwar, man sagt immer fast duftfrei, aber wie gesagt, halt Frosch. Ne? Das ist der Waschspüler, den ich mitgenommen habe und der geht gleich in den Keller. Und ich habe mir auch eine neue Dose Erythrit mitgenommen von Ena Bio. Ena Bio ist ja die Eigenmarke von Rossmann und das Erythrit kaufe ich. Dank Meloflori, die hat mir das mal irgendwann als Tipp gegeben, schon ganz lange nach. Und ja, streufähig, könnt ihr mit backen, könnt ihr Pudding mit kochen, also alles Mögliche. Könnt ihr auch in Kaffee reinmachen oder es ist halt so wie Zucker von der Konsistenz her. Ne? Gibt ja viele Anbaugebiete, da ist das halt genmanipulierter Mais. Und dann habe ich mal irgendwann gelesen, dass man auf Bio achten soll, gerade bei diesen Maisprodukten, genau. Und das habe ich gemacht. Und ich finde den sehr, sehr gut. Ich kaufe den jetzt schon bestimmt ein ganzes Jahr. Genau. So, dann habe ich hier zwei Fläschchen Alterra Naturkosmetik 100% reines Bio-Arganöl. Das brauche ich jetzt immer, das benutze ich immer zum Abschluss auf meiner Haut, auch auf meiner Gesichtshaut nehme ich immer zwei, drei Tröpfchen und verreibe das. Das bekommt mir auf meinem Gesicht im Übrigen sehr gut. Das gebe ich aber auch mit in die Elizabeth Arden Body Lotion. Und ich hatte euch davon ja schon berichtet, dass ich deswegen sehr viel verbrauche, weil wenn ich die dann benutze, dann nehme ich immer so Öl mit rein und dann ist diese Konsistenz von der Elizabeth Arden Green Tea Body Lotion echt extremst gut. Ne? Aber ich brauche es auch für mein Gesicht und auch für meinen Hals und Dekolleté vor allen Dingen. Wer das nicht mitbekommen hat, ich glaube 2016 oder 17, hatte ich mal eine Entdeckung bei DM gemacht. Und da gab es ein Arganöl, was dann aus dem Sortiment genommen worden ist, ehe ich mich versah. Und da habe ich auch so einen ganz tollen Hals- und Dekolleté von gekriegt. Und seitdem ich das jetzt hier entdeckt habe, ist im Übrigen auch Bio-Qualität, habe ich mir das jetzt gekauft und bekommt mir sehr gut. Ich bekomme im Übrigen davon auch im Gesicht keine Pickel. Und ich habe auch das Gefühl, so das ganze Konzept, was ich im Moment anwende, auf meinem Gesicht bekommt mir sehr gut, weil meine Haut sieht wirklich toll aus. Also ich kann mich nicht beschweren. Dann habe ich wieder von Love Nature noch ein Spülmittel mitgenommen. Ich hatte doch letztens euch das gezeigt, das Gelbe. Und das riecht mir zu sehr nach, nicht so schön nach Zitrone, sondern es riecht so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen wie Klostein, hatte ich das Gefühl. Also ich habe mich noch nie beschwert. Eigentlich bin ich immer ein Fan von den Düften, aber ich habe mir gedacht, ich probiere jetzt mal das hier aus, Cherry Blossom, stark gegen Fett.
Diese Marke Love Nature ist ja im Moment ganz bekannt, auch im Fernsehen und überall kann man es sehen, auf Instagram rauf und runter. Und ich habe mir mal die zweite Flasche davon mitgebracht. Vielleicht werde ich auch mal das flüssige Waschmittel davon ausprobieren. Ich muss erst mal gucken, wo ich so einen Waschball herkriege, wo ich das reinfüllen kann. Da habt ihr mir ja gute Tipps auf Instagram gegeben, einfach mal in der Kasse zu fragen. Die hätten diese Plastikkugeln da, wo man das reingeben kann und dann kann man die Kugel praktisch in die Wäsche stellen. Genau. Auf alle Fälle werde ich mal sehen bei meinem nächsten Rossmann-Einkauf, dass ich da vielleicht mal das Waschmittel mitnehme. So, und dann habe ich mir natürlich wieder nachgekauft, so ein Oldtime-Favorite. Mein Telly Hansen Vitamin E Nagelöl. Genau das hier. Das darf mir nicht ausgehen. Es war schon schlimm genug, als das mal jetzt längere Zeit nicht zu bekommen war. Hat ja so ein neues Packaging bekommen und ich bin ganz froh, dass es wieder da ist und ich kaufe das unheimlich gerne nach. Ich finde es einfach bombastisch. Ach, und dann habe ich noch nachgekauft meinen Badreiniger von Love Nature. Den habe ich euch auf Instagram letztens gezeigt und habe gesagt, eine große Empfehlung von mir. Könnt ihr schon mal als Favoriten abspeichern. Ich mag diesen Badreiniger Moonflower Duft total gerne. Der macht so schön sauber und ich finde, ja, er duftet halt fantastisch, ne? Ich habe früher auch schon Frosch genommen, kann man auch nehmen. Aber dieser Love Nature Duft hier, Moonflower, stark gegen Kalk und Schmutz, macht mega gut sauber, kann ich euch nur empfehlen. Ganz, ganz tolles Produkt, gefällt mir sehr gut und habe ich mir nachgekauft. Eine Flasche steht oben, diese hier geht jetzt unten in die Gästetoilette. Genau, dafür habe ich sie geholt. So, dann habe ich natürlich mein Essie Good To Go Topcoat mitgenommen. Den kennt ihr, den habe ich euch schon so oft gezeigt. Der gehört also mittlerweile auch zu meinem Standardsortiment, der darf mir auch nicht ausgehen. Und der kommt immer oben drüber und das war vorhin das Problem, wenn ich einen matten Nagellack habe, wie kann ich da ein Essie Good To Go in matt bekommen? Weil der ist ja so wirklich bei vielen auch bekannt, dass er halt den Nagellack so langlebig macht. Und wenn ich jetzt bei dem Seidenmatten, sage ich mal, gar nichts drauf mache, ich weiß nicht, wie lange das dann hält. Ich werde es demnächst mal ausprobieren, ich werde euch darüber am Laufenden halten, aber ich brauchte trotzdem meinen Good To Go. So, natürlich darf bei mir auch nicht ausgehen das Odol. Das Odol kaufe ich auch schon ewig nach. Das kennt ihr auch aus meinen Aufgebraucht-Videos. Ich benutze das, glaube ich, schon mindestens 40 Jahre. Also mit meinem 14. Lebensjahr oder auch schon vorher habe ich bestimmt angefangen. Auf alle Fälle benutze ich das mindestens schon 40 Jahre. Genau. Hier habe ich übrigens noch ein paar Pakete von dem L-Carnitin. Also da hole ich auch immer nicht nur eine von, meistens nehme ich immer gleich vier Stück. Und das sind hier jetzt auch vier Stück und die brauche ich immer. So, dann habe ich einmal Nagellackentferner mitgenommen und zwar mit Mandelduft, diesmal den hier. Sonst kaufe ich einmal den großen in der großen Flasche für auch 98 Cent mit Aceton, aber der ist immer so scharf. Ich gucke mal, ob dieser hier so ein bisschen Nagel bettschonender ist. Also ich muss mal schauen. Der ist natürlich auch teurer hier mit Mandelduft und ist eine kleinere Flasche, aber ich probiere es einfach mal aus. Ach ja, und dann habe ich noch für meinen Mann habe ich einen Deo-Roller mitgebracht. Genau, der wollte einen Deo-Roller haben und da habe ich den hier genommen. Auch aus dieser selben Kollektion, auch neu. Men, frisch und stark, genau als Roller. Das ist bei uns immer unterschiedlich. Wie ist das bei euch? Also der eine mag dies, der andere mag das und deswegen habe ich dem einen einen Roller mitgebracht und der andere kriegt das Deo-Spray. Und dann habe ich hier noch zweimal mitgenommen von Rival, The Loop. Nagellack-Korrekturstift. Ich brauche sowas immer mal, ne? Wenn ich mich mal so verpinsele oder ich bin oben zu dicht dran gekommen, dann kann man so schön mit dieser Spitze, diese Spitzen sind auch dabei, wie viel sind denn das? Drei Stück könnt ihr austauschen, ne? Irgendwann sind die auch so eingefärbt und man benutzt andere Farben und nicht immer funktioniert das dann. Und deswegen habe ich mir hier gleich mal zwei Stück mitgenommen. Das ist also wirklich, ich finde die Sachen gut. Ich kaufe die auch schon, glaube ich, ewig. Also ich vergesse es zwar mal ab und zu, aber auf alle Fälle kann man die immer gebrauchen. So, und jetzt kommen wir zu meinem Deo. Ein absoluter Favorit geworden mittlerweile wieder von Hydrofugal. Die Creme. Und zwar Hydrofugal Deo-Creme ist das. Doppelter Schutz, hochwirksam. Das ist im Moment mein absoluter Favorit gegen Geruchsentwicklung. Wer damit Probleme hat, sollte mal dieses benutzen. Ich finde das in der Dose und auch dieses in einer Glasflasche funktioniert bei mir irgendwie gar nicht. Und ich trotzdem entwickle ich Geruch, also Geruchsbildung. Und seitdem ich das hier jetzt ungefähr nehme, seit mindestens einem Jahr jetzt schon. Ich habe das lange, lange ausgetestet, bevor ich was sagen wollte.
ist wirklich hier diese Tube. Sensationell gut. So, und dann habe ich meinem ältesten Sohn noch was von Seeberger mitgebracht. Der isst so gerne hier diese Mischung, diese Nusskernmischung. Die habe ich meinem ältesten Sohn zweimal mitgebracht. Normalerweise hole ich die auch gern bei Kaufland, weil die haben die gleich in großen Tüten. Und ich persönlich habe für mich Ingwerstückchen mitgebracht, handkandiert. So sieht das aus. Und ich wollte mal gucken, ob man die in den Tee schmeißen kann. Ob die sich auflösen. Ob man solche Ingwerstücke in den Tee geben kann. Genau. Ansonsten werde ich mal gucken, wie sie schmecken. Ich weiß es noch nicht, aber ansonsten wollte ich sie eigentlich in meinen grünen Tee tun. Genau. Ich hoffe, dass das funktioniert. So, meine Lieben, das war meine Ausbeute. Das war's. Mehr habe ich nicht. Ich war zwar der Meinung, dass ich noch zwei Deos mitgenommen habe, weil die liebe Sabine auf Instagram, Sabines Leben, hatte mir einen Tipp gegeben, Isana, und zwar so ähnlich wie das von Balea bei DM, soll als Dupe auch so riechen wie das von Lancôme oder von Alien, ne? Wie das Alien von Thierry Mugler oder wie der heißt. Und ich bin der Meinung, das habe ich oben auch noch. Aber ich muss mal gucken. Wenn nicht, bekommt ihr das auf alle Fälle auf Instagram zu sehen. Und das muss mir wohl hier aus der Tasche geflutscht sein. Also meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freut euch auf dieses Video, wenn es euch interessiert. Das Make-up mit dem Lippenstift, dem Lip Liner, der Foundation oder BB Cream, wie ihr es haben wollt. Ich finde es sehr, sehr schön. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das abzudrehen, weil mir die Produkte sehr gut gefallen haben und auch die L'Oreal-Produkte vom Design jetzt her sind sehr, sehr schön. Genau. Also wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos und bis dahin liebe Grüße von mir und ich würde mich über einen Daumen hoch freuen und natürlich auch über ein Abo. Alles klar, ciao.